Liebe Zuschauer, mit Neuheiten für Ihr Badezimmer kommen wir jetzt zu Ihnen nach Hause. Und das sind Spiegel, die muss man einfach haben. Die lassen das Herz jeder Dame höher schlagen. Und mein Appell jetzt auch an die Herren, die uns zuschauen, einfach mal zugreifen. Denn auch Sie sollten so einen Spiegel haben. Ist eine Riesenunterstützung auch mal beim Rasieren zum Beispiel, weil da sieht man wirklich jedes Härchen, das kann ich Ihnen sagen, ja. Zwei tolle Modelle haben wir neu für Sie im Angebot und Vivian ist bei mir. Die sind ja fantastisch, ne, und super schick. Die sind super schick und vor allem helfen die Ihnen bei der Rasur oder auch beim Schminken. Also Hand aufs Herz, Kathi, wir haben die ja in der Maske und da hat die Diana einen, die Kathi hat einen, die Anne-Kathrin und ich, weil wir einfach nicht mehr ohne diese Spiegel arbeiten möchten, wenn man das so sagen kann. Und da geht es um das Schminken, da geht es ums Augenbrauenzupfen, vielleicht so ein Oberlippenbart entfernen zum Beispiel. Und genau das ist das Thema. Da braucht man einfach einen richtig guten Spiegel und man braucht auch eine Vergrößerung, gerade wenn die Augen vielleicht nicht mehr ganz so gut sind, wenn man nicht mehr ganz tolle Sehkraft hat und da auch mal ein bisschen näher an den Spiegel muss normalerweise, ist so ein Kosmetikspiegel, liebe Zuschauer, das A und O. Sie sehen das, das erste Modell, das wir Ihnen zeigen dürfen mit einer tollen, komfortablen Saugnapfhalterung, den habe ich zu Hause. Der ist quasi neben meinem normalen Spiegel an der Wand befestigt, dass ich so die Zähne putzen kann, okay, alles in Ordnung, aber wenn es dann um das Zupfen der Augenbrauen geht, wenn es dann um andere Dinge geht, um Schminken zum Beispiel, dann wird dieser Kosmetikspiegel benutzt und ich weiß zum Beispiel auch, dass die Herren den unwahrscheinlich lieben zur Rasur, denn da vergisst man schon mal gerne das ein oder andere Härchen, weil man es nicht gesehen hat, du kennst das, das Licht ist schlecht oder man kann nicht nah genug an den Spiegel heran und dann fällt das Ganze meist erst auf, wenn man im Tageslicht ist oder wenn man mal an einem anderen Spiegel vorbeigeht. Schauen Sie sich das an. Das ist ein Kosmetikspiegel, der fünffach vergrößert. Und das Tolle ist, auch über schlechtes Licht müssen Sie sich hier keine Gedanken mehr machen, denn wir haben einen Touch-Button im vorderen Teil und der aktiviert dann einmal hier diese Randbeleuchtung, die wir haben. Das sind 24 LEDs, die umlaufen und die für das perfekte Licht sorgen, sodass ich jedes Haar sehe. Ganz egal, ob ich jetzt mit dem Rücken vielleicht eigentlich das Deckenlicht im Badezimmer verdecke. Durch diese frontale LED-Randbeleuchtung hat man immer das passende Licht, um akkurat zu sehen, was jetzt gerade gemacht wird. Wie gesagt, einfach über die Touch-Taste auf der Spiegelfläche bedienen, ein- und ausschalten und schon kann es losgehen. Zudem das Ganze stufenlos einstellbar vom Neigungswinkel, das heißt, ich kann den auch so ausrichten, wie ich das gerne hätte. Sie sehen, einmal den stabilen Saugnapf einfach befestigen und danach können Sie über ein Kugelgelenk im hinteren Teil des Spiegels den so richten und einstellen, wie Sie ihn gerade für die Sekunde brauchen. Das kann bei einem Mann zum Beispiel sein, wenn man erst anfängt mit den Seiten bei der Rasur. Danach möchte man vielleicht unter dem Kinn mal schauen. Und da kann man den Spiegel super einfach so ausrichten, dass man dann dementsprechend in die passende Position schaut. Da sehen Sie jetzt gerade unsere Kamera 6, liebe Zuschauer, mit dem lieben Philipp dahinter. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit für die Damen, für die Herren. Aber Kathi, du kennst das auch. Ich weiß, du hast das, wem hast du es mit deiner Großmutter mitgebracht? Ja, ne? Ich habe das meiner Großmutter mitgebracht, weil die hat dann natürlich auch Probleme zu sehen. Mhm. Und die schminkt sich auch immer ganz süß, weil sie will immer meinen Opa nicht aufwecken. Und deshalb geht sie dann auch immer nicht durchs Schlafzimmer und schminkt sich ganz oft dann auch am Frühstückstisch. Dann nimmt sie immer ihr kleines Schminkzeug, schminkt sie am Frühstückstisch und habe ich ihr den mal mitgebracht. Dann setzt sie sich da immer hin, den kann sie auf der Tischplatte festmachen und sie sagt dann auch, ja, meine Augen sind ja auch nicht mehr so gut. Da ist das toll mit der Fünffachvergrößerung. Da habe ich dann auch immer toll das Licht drumherum. Solche Spiegel kann man auch sehr schön mitnehmen dann in den Urlaub zum Beispiel. Weil da hat man den Spiegel, man hat die Vergrößerung, man hat das Licht. Also eine ganz tolle Sache. Meine Mutter hat zum Beispiel mittlerweile auch so einen, den hatte sie jetzt auch, wir waren gerade ja erst im Urlaub gewesen, hat sie den auch mitgenommen, weil du weißt nie, wie in den Ferienhäusern, in den Hotels die Spiegel sind, so hast du halt immer deine Spiegel mit dabei, mit tollem Licht, kannst das schön auch irgendwo an eine Fliese dran machen und kannst dich dann auch anschauen, kannst dich schminken, das ist einfach eine zusätzliche Unterstützung, also für das Geld kann ich jedem nur raten, bestellen Sie sich so einen, das ist so toll, ja, wir haben die hier neu und gerade mit diesem tollen Touchlicht, das man hier anmachen kann. 21,76 Euro, die NX 55, 53 und die 569. Also ich finde es super toll und die kann man halt immer ganz schnell abmachen dann hier mit der Saugnapfhalterung und dann woanders wieder aufsetzen, wo man möchte. Einfach Licht aus und dann mitnehmen. Ganz leicht auch, kann man überall wunderbar mit in den Koffer reinlegen. Also eine ganz clevere Sache und wie du gesagt hast, für Herren wie für Damen eine Unterstützung, auch bei den Herren fürs Rasieren, wenn man da morgens vielleicht auch die Brille noch nicht auf hat oder so, die kann man auch mal
mal nah rangehen und mal richtig reingucken. Wir haben noch ein zweites Modell für Sie vorbereitet und da bin ich auch richtig begeistert, wie schick das geworden ist. Ich drehe mich erstmal um. Richtig gefreut, dass wir das jetzt im Programm haben. Das ist natürlich auch schön für zu Hause, wenn man da so einen kleinen Tisch hat, wo man sich gerne hinsetzt, dann zum Schminken mit diesem wunderschönen Standfuß. Schauen Sie sich das mal an, sehr elegant und edel geworden. Absolut, also das ist ein Kosmetikspiegel der Extraklasse, liebe Zuschauer. Also gerade in so einem schönen Design habe ich den persönlich noch nie gesehen. Man kann den ja auch in manchen anderen Geschäften kaufen, da sind die meistens deutlich teurer und vor allem nicht so qualitativ hochwertig, liebe Zuschauer. Sie sehen es, dieser tolle Standfuß, den wir haben, der wunderschön gearbeitet ist mit diesem Schwung im hinteren Teil und dann hier unten natürlich die große Fläche, auf der er aufsteht. Und vom Prinzip her funktioniert der natürlich genauso wie der Kosmetikspiegel, den wir Ihnen gerade zeigen durften mit der Saugnapfhalterung. Auch hier wieder im vorderen Teil dieser Touch-Button auf der Spiegelfläche, über den Sie dann dementsprechend die Beleuchtung zuschalten. Und dann die Fünffachvergrößerung. Also auch hier wieder optimal, um sich zu schminken, um sich zu rasieren. Und es ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage des Geschmacks und auch des Badezimmers. Wie macht man das? Ich persönlich habe beide, also sage ich ganz ehrlich, weil ich zum einen natürlich im Badezimmer, wenn ich aus der Dusche komme, wenn ich mich eincreme, dann die Augenbrauen mal schnell zupfe oder mal die Wimpern durchbürste oder dann mal nachschaue, ist dann alles in Ordnung, so kleine Pickelchen, so Problemchen, die Frauen einmal im Monat haben für eine Woche, dass man da zum Beispiel mal nachguckt, eine im Badezimmer für die Herren zum Rasieren und den habe ich immer auf meinem Schminktisch stehen, denn genau das, was du eben angesprochen hast von deiner Großmutter, viele sagen ja auch einfach, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich zum Beispiel mal in der Küche unten hin und dann, dann mache ich das mit dem ganzen Schminken zum Beispiel unten in der Küche, da kann ich mich hinsetzen, da muss ich nicht die ganze Zeit stehen, das ist besser für den Rücken, so kann ich mich in aller Ruhe fertig machen und so kann es vielleicht auch mit der Rasur sein, wenn man so eine Trockenrasur macht, dass man das nicht unbedingt immer im Badezimmer vor dem Waschbecken macht und da bietet sich natürlich dieses Modell besonders gut an, weil es einfach sehr, sehr schick ist, weil wir hier auch wieder die fünffache Vergrößerung haben, auch wieder diese LED-Randbeleuchtung, 24 LEDs, also genau identisch wie der mit dem Saugnapf, hier im Teil um die Spiegelfläche und dann die Bedienung über diesen Touch-Button, super simpel, Sie sehen das, ein- und ausschalten. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Beide Modelle sind akkubetrieben, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich brauche hier keine Batterien wechseln. Sie sehen das, es wäre auch gar nicht möglich, weil die sehr, sehr flach sind. Wir möchten hier kein Batteriefach haben, liebe Zuschauer. Die werden mit einem Micro-USB-Kabel geladen. Das sehen Sie einmal hier im hinteren Teil. Diese flache Bauform des Spiegels wäre nicht möglich, wenn das Ganze batteriebetrieben wäre. Deshalb dann einmal über das Micro-USB, über den Anschluss hier laden. Dann haben Sie hier nochmal daneben so eine kleine Kontroll-LED, wo Sie dann sehen, ob der Akku grün ist oder rot, ob er jetzt gerade lädt oder nicht. Und das Tolle ist, auch der ist natürlich wieder neigbar, so wie Sie das gerne hätten, dank des Kugelgelenks einmal im hinteren Teil, sodass Sie den ausrichten können, wie Sie das gerade gerne hätten. Und Sie sehen, dieser Winkel ist wirklich sehr, sehr groß einstellbar. Also so, wie Sie es gerade brauchen zur Rasur oder zum Schminken. Das ist super clever gemacht, ne? Also auch neueste Technik könnte ich theoretisch mit einer Powerbank aufladen auch. Oder dann halt auch am Netzteil von meinem Smartphone. Das geht dann auch. Hier für 25,56 Euro, liebe Zuschauer. Der ist so schick. Also viele haben ja so ein kleines Tischchen, wo sie sich dann schminken. Und wenn man den dann da so schick hinstellt, ich habe auch so ein kleines Tischchen, wo meine Schminksachen zu Hause sind, der macht richtig viel her. Vielleicht auch ein schönes Geschenk für den einen oder anderen in ihrer Familie. Vielleicht für ihre Liebste oder sie haben eine junge Dame, ihre Tochter vielleicht, das Patenkind, die Enkelin. Bei denen kommt das auch sehr gut an. Also eine tolle Geschenkidee mit der NX 55, 52 und der 569 können Sie da jetzt zugreifen. Also das ist ein Riesentipp von uns. Gerade mit so einem Standfuß sieht das sehr edel und elegant aus. Wenn Sie Fotos machen, dann machen Sie das vor dem Spiegel. Dann hat man nämlich in den Augen diesen kleinen hellen Kreis, der beleuchtet. Das sieht auch schön aus. Das ist auch noch ein Tipp meinerseits. Das ist noch ein Tipp von Vivian. Die kennt sich damit aus. Mit Selfies. Nur gute Tipps, die wir hier haben. Ja, das ist hervorragend. Sie können schon mal anrufen unter der 0180 51 51 3x die 2. Dann können Sie das auch mit den Fotos ausprobieren, wenn Sie möchten. Das ist super. Das habe ich noch nie getestet, werde ich dann auch mal machen. Aber der ist einfach traumhaft schön, gerade mit dem Standfuß. Greifen Sie dazu, Sie haben jetzt die TV-Sonderpreise.